Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute haben wir wieder mal einen Montagabend, den 16. Dezember 2018 und haben uns eingefunden über Skype, um die nächste, wenn ich richtig mitgezählt habe, 17. Lesung zu tun in dem wundervollen Buch, das Maximilian uns übersetzt hat, Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Henry Gretton Guinness hat im Jahre 1887 verschiedene Vorträge gehalten in der Exeter Hall und hat diese Vorträge dann ein Jahr später als Buch veröffentlicht und dieses Buch, also von 1888, hat Maximilian ins Deutsche übersetzt. Eine wunderbare Aufgabe, aber auch eine sehr fordernde Aufgabe, um so etwas zu machen, weil es geht ja nicht darum, Wort für Wort die Dinge zu übersetzen. Es geht darum, den Geist des Buches auch zu begreifen und den zu übertragen in unsere Muttersprache. Und das ist dem Maximilian sehr, sehr gut gelungen. Dafür möchte ich mich hier auch nochmal bedanken. Der macht sowieso viele Übersetzungen, genau wie Viktor, bei dem ich mich hier auch an dieser Stelle eben bedanken möchte. Ohne deren Unterstützung von diesen beiden Brüdern mit deren und Übersetzungen, die sie in der letzten Zeit machen, hätte ich niemals so viel produzieren können, wie ich produziere. Und das ist ja gut für jeden, weil die Videos werden ja im Allgemeinen sehr gut angenommen und angeschaut. Und ohne weitere große Verzögerung möchte ich jetzt in den vierten Vortrag von Henry Gretton Guinness einsteigen. Wir hatten nach der Einleitung, die Erklärung des Romanismus aus der Sicht von dem Propheten Daniel gesehen, danach aus der Sicht des Propheten Paulus oder des Apostels, kann man ja nennen, wie man will, er war ja Apostel, aber auch hier und da doch wohl ein wenig prophetisch unterwegs. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Thema. Was das genau ist, das werden wir sehen, sobald wir hier anfangen zu lesen. Ich lasse nebenbei wieder einen Film laufen und muss nur den Ton ausschalten und dann können wir hier anfangen bei Vortrag 4, Johannes Prophezeiung des Romanismus. In den drei vorangegangenen Vorträgen betrachteten wir zuerst den politischen Charakter und die Beziehungen des Romanismus, wie sie in den Prophezeiungen von Daniel dargestellt sind, und dann seinen kirchlichen Charakter und seine Beziehungen, wie sie in den Briefen von Paulus vorhergesagt wurden. Wir müssen nun die Kombination dieser beiden Aspekte oder den politisch-kirchlichen Charakter des Romanismus betrachten, wie er in den Prophezeiungen des Johannes dargestellt wird. Da möchte ich nur eine kurze Bemerkung zu geben. Den politisch-kirchlichen Charakter, sagt der Autor hier. Ja, das ist dasjenige, was das vierte Biest, was wir ja von Daniel gelernt haben, in seinen Prophezeiungen aus Kapitel 7 hat Daniel von vier Tieren gesprochen. Ein Tier symbolisiert eine Nation, ein Königreich, das die Welt beherrscht in diesem Fall. Und wir hatten gelernt, dass das erste Biest oder die erste Bestie ist der Löwe aus Babylon. Das zweite ist der Bär aus Medo-Persien. Das dritte ist der Leopard oder Panther aus Griechenland. Und das vierte ist ein unbeschreibliches Biest, ganz anders als all die anderen Tiere, das sich von allen anderen Tieren unterschieden hat. Und genau das gibt uns der Autor hier im allerersten Satz gleich mit. Daniel besprach den politischen Charakter, Paulus besprach den kirchlichen Charakter und das vierte Biest ist im Grunde durch Johannes jetzt erklärt, der politisch und religiöse Charakter zusammen. Das heißt, die Kombination von Staat und Kirche, das, was das vierte Biest so anders macht als seine Vorgänger. All die anderen Tiere hatten ein getrenntes Priestertum neben dem Regierungstum, sage ich jetzt mal, also neben der Regierung. Aber mit dem vierten Biest, mit Rom, war das anders, vor allen Dingen mit dem päpstlichen Rom. Im heidnischen Rom hatte man auch noch die Priester neben den Cäsaren, bis zu einem bestimmten Punkt Cäsar als Gott angebetet wurde. Einige Jahre vor Christus war er der erste, Julius Cäsar, der sich als Gott hat anbeten lassen. Aber davor war das immer getrennte Schienen. Und das Interessante natürlich jetzt bei Johannes seiner Offenbarung ist, dass er diese Dinge zusammenlegt und deswegen erzählt von einem Tier, das so anders ist als all die anderen, eben dadurch, dass es Staat und Kirche miteinander kombiniert. Ein sehr schönes Beispiel für diejenigen, die da vielleicht nicht so sich da die Vorstellung machen können. Jörg, wie muss ich mir das denn vorstellen? Staat und Kirche zusammen. Wenn wir eben gehen wir hier in die Bilder und dann zeige ich euch mal ein Beispiel.
In Amerika ist das natürlich viel bekannter als bei uns in Europa. Da kennt ihr das vielleicht nicht, deswegen zeige ich euch gerne mal eben ein Bild darüber. Das nennt sich 501c3. Das ist eine steuerbefreite Organisation. Ja, das sind falsche Kirchen. In Amerika sind beinahe alle Kirchen unter einem bestimmten Steuerbefreiungsstatus. 501c3 heißt dieser Status. Und dieser Status sorgt natürlich dafür, dass alle Kirchen im Grunde Regierungsagenturen sind. Also, sie stecken mit der Regierung unter einer Decke. Kirche und Staat spielen zusammen. Und das ist eben etwas, was so unik ist, was so einzigartig ist an diesem dritten Tier, an diesem vierten Tier, über das wir jetzt in der Offenbarung des Johannes lernen werden. Also, der Autor sagt, die Offenbarung oder Offenbarung Jesu Christi ist eine Erweiterung zu allen anderen Prophezeiungen. Ja, es ist nicht unwichtig, dass wir hierbei verstehen, dass es geht um die Offenbarung Jesu Christi. Schaut, wenn ich jetzt mal eben meine Schlachterbibel aufschlage, ich habe das jetzt nicht online, ich mache das jetzt mal hier in meiner Bibel, die ich hier in der Hand halte, da lesen wir in der Offenbarung im allerersten Satz, also Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Mit anderen Worten, der Vater hat Jesus Christus hier die Offenbarung gegeben, dass er sie seinen Knechten, also uns, seiner Kirche geben soll, um zu zeigen, was rasch geschehen soll, und hat sie bekannt gemacht durch einen Engel, also Jesus Christus gibt das durch einen Engel, seinem Knecht Johannes, dem Apostel, bekannt. Mit anderen Worten, alles, was im Buch der Offenbarung steht, ist von Jesus Christus selbst, ist die ganze Zeit im Grunde Jesus Christus, der spricht. Deswegen ist es die Offenbarung Jesu Christi. Nun, wenn ihr heutzutage euch in irgendwelche Kirchen begebt, auf dem Sonntag oder welchem anderen Wochentag auch immer, dann werdet ihr ganz oft hören, dass die Pastoren, selbst wenn sie danach befragt werden, sagen werden, auch mit der Offenbarung beschäftigen wir uns nicht. Das ist irgendwas für ganz in der Zukunft oder das ist irgendwas, was war ganz in der Vergangenheit. Das tangiert uns heute überhaupt nicht, noch nicht mal peripher, das würden sie dann auch noch sagen. Ein Widerspruch in sich selber, weil das, was sie sagen, ist ein Widerspruch in sich selber. Die Offenbarung ist von Jesus Christus an die Menschen gegeben, um sie vorzubereiten auf die Zeit, die kommt. Jesus Christus hat, als er im Fleische noch sein Ministerium vollbracht hat und damit die 70. Woche von Daniel, Kapitel 9, Verse 4 bis 27, im Fleische erfüllt, gesagt, dies sind bereits die letzten Tage. Weil es nach dem Königreich von Rom kein anderes Königreich mehr gibt. Und Gott ist nicht der Gott des Irrtums, Gott ist nicht der Gott der Verwirrung, das ist ein anderer. Aber der Vater von Jesus Christus und unser Vater, der im Himmel ist, ist nicht der Gott der Verwirrung und er will uns auf seine Art und Weise bereits im Voraus mitteilen, was in der Zukunft noch passieren wird. Und deswegen das Buch der Offenbarung, im Englischen heißt es Revelation. Ich offenbare etwas, kann man ja im Deutschen auch sehr, sehr gut erklären. Es wird etwas bekannt gemacht, was bisher geheim gehalten war. Genau wie im Buch Daniel, ich glaube in Kapitel 8 steht, dass dieses Buch verschlossen werden soll und erst am Ende der Zeit geöffnet werden soll, weil es ist noch nicht für diese Zeit jetzt vorbestimmt. Aber die Offenbarung ist deswegen das letzte Buch der Bibel, weil dieses letzte Buch der Bibel mit den letzten Tagen handelt, von der Zeit, in der Jesus Christus im Himmel ist, bis er wieder auf die Erde zurückkehrt und um seine Braut, seine Auserwählten, nicht im Ungewissen darüber zu lassen, was passiert, darum hat er die Offenbarung geschrieben. Und die zieht sich durch die Geschichte durch. Ab dem Moment, wo Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, bis zu dem Moment, wenn er zurückkommt. Nun, wir haben eine geschichtliche Festlegung, eine geschichtliche, eine geschichtliche Referenz dazu, wann Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, durch Pfingsten, wofür es ja mehrere Zeitzeugen gab, hauptsächlich die Apostel, aber eben auch viele andere Menschen, die Jesus Christus nach der Auferstehung noch im Fleische gesehen haben. Da wissen wir, wann das passiert ist, wir wissen aber nicht, wann er wiederkommt.
Also ist alles, was in dieser Offenbarung steht, erfüllt bis zu dem Zeitpunkt, wenn er wiederkommt. Und wo stehen wir in der Offenbarung heute, ist natürlich eine interessante Frage. Ja, wir stehen irgendwo zwischen da, wo er in den Himmel aufgefahren ist, und da, wo er am Ende der Offenbarung wiederkommen wird, dazwischen stehen wir irgendwo. Das zu lesen, das zu verstehen, ist nicht jedem gegeben. Und es ist meines Erachtens eine echte Herausforderung, das Buch der Offenbarung auf eine Art und Weise studieren zu können, dass man den Finger drauflegen kann und sagen, da und da befinden wir uns jetzt. Oder das und das ist da und da gewesen. Weil Offenbarungen haben schon immer das zwischen Anführungszeichen Problem mit sich mitgebracht, dass man eben die wirklichen Prophezeiungen im Grunde erst hinterher erkennen konnte und selbst dann manchmal nicht mit Sicherheit bestimmen konnte, was ist. Dass man das auch hier teilweise nicht mit Sicherheit bestimmen kann, werdet ihr sehen, wenn wir auf die zwei Tiere in Offenbarung 13 zu sprechen kommen, im weiteren Verlauf dieser Lesung. Aber mir war es eben nochmal wichtig, den Punkt für jeden bitteschön deutlich zu machen, dass wir uns hier mit dem Buch der Offenbarung Jesu Christi beschäftigen. Das ist jedes Wort von ihm gesprochen zu unserem Verständnis für die Zeit zwischen der, wo er auffährt in den Himmel und zurückkommt, um die Menschheit am Ende zu richten. So, und jetzt fahren wir dann mal weiter. Also die Offenbarung oder Offenbarung Jesu Christi ist eine Erweiterung zu allen anderen Prophezeiungen. Sie gibt die vollständige Geschichte des Reiches Christi wieder. Sie zeigt es sowohl von außen als auch von innen und enthüllt seine politische und kirchliche Geschichte. In ihrer treuen Reflexion der Zukunft gibt sie der römischen Macht und dem Glaubensabfall eine zentrale Bedeutung. Zu diesem Thema geht sie ins Detail und stellt die gegenseitigen Beziehungen zwischen der lateinischen Kirche und dem römischen Staat dar, wobei sie zu diesem Zweck zusammengesetzte Figuren verwendet, von denen ein Teil den politischen Aspekt des Romanismus als Zeitregierung und der andere seinen religiösen Aspekt als kirchliches System darstellt. In der Offenbarung werden zwei große Prophezeiungen des Romanismus gegeben. Einerseits die über seinen Aufstieg und seine Herrschaft in Kapitel 13 und die über seinen Niedergang und Fall in den Kapiteln 17 bis 19. Diese beiden Prophezeiungen sind doppelt. Die erste ist die Prophezeiung des Tieres und des falschen Propheten. Die zweite ist die des Tieres und der Hure. Der falsche Prophet handelt für das Tier. Die Hure reitet auf dem Tier. In beiden Fällen gibt es zwei Kräfte, die vollkommen verschieden und doch eng miteinander verbunden sind. Das Tier und der falsche Prophet können weder verwechselt, noch können sie getrennt werden. In ähnlicher Weise werden das Tier und die Hure assoziiert. Das Tier trägt die Hure während all ihrer langen Karriere des Verbrechens und der Grausamkeit und sie beide werden im gleichen Zeitalter des Gerichts in ihren Ruin getrieben von den Fiolen. Das musste ich auch nachschauen. Das Wort ist aus dem lateinischen Schale, Gefäß mit breitem Boden, ein birnenförmiges Glasgefäß mit langem, engen Hals. Also, beide werden im gleichen Zeitalter des Gerichts in ihren Ruin getrieben von den Fiolen des gerechten Zorn Gottes, welche die gegenwärtige Gewährung beenden. Bevor wir über die Interpretation dieser wunderbaren geoffenbarten Visionen nachdenken, wird es notwendig sein, einige Augenblicke der Beziehung zu widmen, welche zwischen den Prophezeiungen von Daniel und denen von Johannes besteht. Wir zeigen die Prophezeiung des Romanismus als Ganzes und um dies zu tun, ist es notwendig, die einfache, aber tiefe Verbindung zwischen beiden Vorhersagen mit nachzuverfolgen. Zum einen die Vorhersage des jüdischen Propheten in Babylon, also Daniel, in den Tagen von Nebukadnezar und Belshazzar, und zum anderen die des christlichen Apostels in Patmos in den Tagen von Domitian. Da sprechen wir also von Johannes. Die Prophezeiungen von Daniel und das Buch der Offenbarung können als zwei Teile einer einzigen Prophezeiung betrachtet werden. Ihr Thema ist dasselbe und ihre Symbole sind ebenfalls dieselben.
Sie offenbaren den Lauf der grausamen, götzendienerischen, heidnischen Reiche, gefolgt vom ewigen Reich Gottes. Und dabei verwenden sie die gleichen Symbole. Daniel offenbarte die vier Reiche, Johannes dagegen nur das vierte, denn die ersten drei waren zu seiner Zeit bereits vergangen. Babylon, Persien, Griechenland waren gefallen. Rom bis heute einen großen Teil der Menschheit beherrscht. Aber Rom befand sich immer noch im Zenit seiner Herrlichkeit und war dazu bestimmt, viele Zeitalter zu überstehen und bis heute einen großen Teil der Menschheit zu beherrschen. Ich habe in grün ein wenig das Wichtigste aus diesem Satz angestrichen, deswegen erst gelesen. Rom bis heute. Dass es kein fünftes jüdisches Königreich kommt, was so viele ja gerne glauben, weil sie betrogen sind in dieser neuen Weltordnungsverschwörungstheorie, nenne ich es mal, da kommen wir später zu. Johannes wurde daher mit beachtlicher Fülle die Zukunft der römischen Macht gezeigt. Die Offenbarung enthält einen wunderbaren Ausblick auf den Aufstieg, die Herrschaft, den Niedergang und den Fall des römischen Papsttums, die Leiden und Triumphe der Heiligen Gottes während seines Bestehens und ihre Inthronisierung am Ende. Das römische Reich wird Daniel und Johannes unter ein und demselben markanten und speziellen Symbol, einem zehnhörnigen wilden Tier, präsentiert. Daniel sah das Medo-Persische Reich als einen zweihörnigen Widder, wobei ein Horn höher als das andere war, in Daniel 8, Vers 3. Er sah das griechische Reich als eine vierhörnige Ziege, in Daniel 8, Vers 8 bis 22. Und er sah das römische Reich als ein zehnhörniges wildes Tier. So waren diese drei großen Reiche, wie Daniel sie sah, zweihörnig, vierhörnig und zehnhörnig. Das ist bemerkenswert und auch leicht zu merken. Jetzt taucht Daniels zehnhörniges Tier in der Offenbarung wieder auf. Hier haben wir eine wichtige Verbindung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen und einen Hinweis auf die Bedeutung des letzten Buches der Schrift. Lassen Sie uns versuchen, in diesem Punkt Klarheit zu schaffen. Die vier wilden Tiere repräsentieren Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Das vierte ist zehnhörnig. Dieses zehnhörnige Tier von Daniel taucht in der Offenbarung wieder auf, dieses göttlich gegebenen Symbols des vierten und letzten irdischen Reiches. Sie finden es in den Kapiteln 12, 13 und 17 der Offenbarung. Vergleichen wir jetzt diese Passagen. Zunächst aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 7, Zitat: Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als nächstes aus Offenbarung 12, Vers 3, Zitat: Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und aus Offenbarung 13, Vers 1 lesen wir: Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und zuletzt in Offenbarung 17, Vers 3: Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Es ist unumstritten, dass dieses vierte oder zehnhörnige Tier das römische Reich präsentiert. Der Engel selbst interpretiert es so. Der Engel selbst, der Johannes die Offenbarung Jesu Christi bringt, interpretiert es so. In Offenbarung 13, Vers 7 lesen wir: Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr.
und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Dass dies nur Rom sein kann, steht außer Frage und kann jeder selber leicht nachforschen, wie hier auch gleich in der weiteren Lesung besprochen wird. Ich möchte Sie besonders darauf aufmerksam machen, sagt der Autor, dass wir nicht über die Bedeutung dieser Symbole spekulieren müssen. Da der allwissende Gott, der sie ausgewählt und uns gegeben hat, sich herabgelassen hat, uns ihre Interpretation zu geben. Alle diese grundlegenden Visionen sind göttlich interpretiert. Zuerst die Vision des Traumes vom großen Standbild. Hier gibt es eine inspirierte Deutung sehr detaillierten Charakters. Sie erinnern sich an die Worte, mit denen sie beginnt in Daniel Kapitel 2, Vers 36. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Dann in der Vision der vier wilden Tiere. Hier beginnt die Interpretation mit Daniel Kapitel 7, Vers 16. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Ebenso in der Vision des zweiten und dritten Reiches gibt es eine Interpretation. Daniel sagt in Kapitel 8, Vers 16, ich hörte eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Und so weiter. Die gleiche Methode wird in der Offenbarung angewendet. Die Eröffnungsvision der sieben Leuchter wird interpretiert. Sie erinnern sich an die Worte in Offenbarung 1, Vers 20, Zitat, die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Ende Zitat. Und ebenso wird die Vision der Frau, die auf dem siebenköpfigen, zehnhörnigen Tier sitzt, in Kapitel 17 interpretiert. Jeder Teil davon wird interpretiert. Beachten Sie die Worte des Engels in Offenbarung 17, Vers 7, Zitat, ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Ende Zitat. Markieren Sie in Ihrer Bibel, wenn Sie wollen, diese vier Sätze der engelhaften Interpretation. Das Tier, das du gesehen hast, Offenbarung 17, Vers 8. Die zehn Hörner, die du gesehen hast, Offenbarung 17, Vers 12. Das Wasser, das du gesehen hast, Offenbarung 17, Vers 15. Und die Frau, die du gesehen hast, Offenbarung 17, Vers 18. Diese vier Sätze, nicht mehr und nicht weniger, sind der Schlüssel zur Offenbarung. Das Tier, die Hörner, das Wasser, die Frau, alle sind interpretiert und ihre Interpretation beinhaltet oder trägt in sich die Interpretation der Offenbarung. Und deswegen sagt der Herr unmissverständlich, dass keine Prophezeiung persönlicher Interpretation obliegt. Wir dürfen nur die Bibel sich selber interpretieren lassen. In 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20, es steht geschrieben, dabei sollt ihr von allem, vor allem das erkennen, dass keine Weissagung, also Prophezeiung, der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Keine persönliche Interpretation der Prophezeiung. Die Bibel muss sich selbst erklären. Und da komme ich dann natürlich auf meinen Punkt zurück, den ich immer wieder so furchtbar wichtig finde. Und wer mich kennt, der weiß natürlich schon, was als nächstes kommt. Deswegen propagiere ich die König-James-Bibel und so gut wie ausschließlich die König-James-Bibel. Aus dem einfachen Grunde, die König-James-Bibel sind die wahren Beworten, die wahren bewahrten Worte Gottes in der englischen Sprache seit Beginn des 17. Jahrhunderts, weil die König-James-Bibel sich basiert auf dem Textus Receptus im Neuen Testament und dem masoretischen Text im Alten Testament, also der majoretische Text, der Haupttext, wie man das auch nennt. Da habe ich verschiedene Videos drüber gemacht und die könnt ihr euch gerne anschauen. Das Problem ist das folgende. Im dunklen Zeitalter,
also in der Zeit vor der Reformation, die hauptsächlich durch Martin Luther ja in die Wege geleitet wurde, hatten die Menschen die Bibel nicht. Während der Reformation bekamen sie die Bibel. Aber während der Reformation bekamen sie auch die Gegenreformation oder Konterreformation, und zwar in Form des Ordens der Jesuiten, der Compagnie de Jesus. Und dieser militärische Orden der römisch-katholischen Kirche hat es sich zur Aufgabe gemacht, und das steht so in ihrer Verfassung darin, um den Protestantismus mit Stumpf und Stiel von dieser Erde auszurotten. Und nicht nur den Reformatismus, sondern auch alle Reformatoren und alle Protestanten. Mit Stumpf und Stiel auszurotten. Komplett zu vernichten. Vom Angesicht der Erde wegzufegen. Das ist die Aufgabe der Gegenreformation. Und dazu gebraucht sie alle Mittel, die sie kann. Krieg und Blutvergießen, wo es nur geht. Lug und Betrug, wo es nur geht. Und vor allen Dingen auch im spirituellen Bereich. Nun ist es doch so, wenn man in die Kirche geht, weil man so betrogen ist und glaubt, da Gott zu finden, was ich gar nicht weiter kommentieren will, wenn man in die Kirche geht und man hört da einen Pastor oder einen Priester von der Kanzel predigen und sprechen, dann geht man davon aus, dass er das Wort Gottes predigt. Das Problem ist nur, das Wort Gottes ist in dieser Welt sehr vielfältig. Es gibt nicht ein Wort Gottes, es gibt auch nicht zwei oder 20, es gibt 200 oder 300, vielleicht sogar 2000 oder 3000, ich habe sie gar nicht gezählt. Es gibt unendlich viele verschiedene Bibelversionen. Und der Grund, dass es so viele verschiedene Bibelversionen gibt, ist der grundlegende Text. Und der Text, der diesen Bibeln zugrunde liegt, wenn der nicht der wahre Text ist, dann ist auch die Übersetzung nicht wahr. Dann spielt es keine Rolle, ob ich eine englische Bibel, eine spanische Bibel, eine italienische Bibel, eine deutsche Bibel, eine niederländische Bibel oder welche Bibel auch immer lese. Wenn der Basistext nicht richtig ist, dann ist alles, was ich lese, danach unkorrekt. Kann auch nicht anders als unkorrekt sein. Nun wollen vor allen Dingen auch in diesem System unglaublich viele Leute gerne Geld mit ihrer Bibel verdienen. Nun müsst ihr mal sehen, auf die König-James-Bibel gibt es kein Urheberrecht, kein Copyright. Aber diese ganzen modernen Bibeln, ob jetzt die NIV, also die New International Version, wovon die Elberfelder im Deutschen das Äquivalent ist. Ich will jetzt auch gar nicht all die ganzen Bibeln aufzählen, aber ich kenne die englischen Abkürzungen der Bibeln auch besser als die deutschen, davon mal abgesehen. Diese ganzen anderen Versionen der Bibel bestehen vor allen Dingen darum, weil sie sich immer in wenigen Worten von der anderen Version unterscheiden. Wenn wir also zum Beispiel wir hatten eine Revised English Bibel, REV, das war so ungefähr die erste korrupte Bibel, die rauskam, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann gibt es eine Revised English Version, also davon nochmal eine Revision, Neuauflage, genau wie mit der NIV, da gibt es in Drucken aus den 80er Jahren, 90er Jahren, 2000er Jahren und so weiter, immer wieder mal ein wenig abgeändert. Warum? Da werden immer einige Worte abgeändert, weil man dann neues Urheberrecht beanspruchen kann. Und mit Urheberrecht kann man nun mal Geld verdienen. Das heißt, all diese ganzen Verlage, die diese falschen Bibeln rausbringen, haben vor allen Dingen eine Absicht, und das ist schnöder Mammon. Sie wollen Kohle machen. Sie wollen Geld verdienen. Und das können sie nur, wenn sie ihre Arbeit urheberrechtlich schützen lassen. Aber jetzt mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass Gott beabsichtigt hat, dass man mit seinem Geld, mit seinem Wort Geld verdienen soll? Glaubt ihr wirklich, dass Gott zu uns gesprochen hat, um uns über den Betrug der römisch-katholischen Kirche aufzuklären und gleichzeitig der römisch-katholischen Kirche die Freiheit gibt, um damit Geld zu verdienen? Natürlich nicht. Das heißt, diese ganzen Bibeln sind alle nicht inspiriert von dem göttlichen Wort. Genauso wie es auch nur 66 inspirierte Bücher gibt. Deswegen besteht die Bibel aus 66 Büchern. 39 im Alten und 27 im Neuen Testament. Natürlich ist mir bekannt, dass es noch mehr Bücher im Alten Testament gibt und mehr Bücher im Neuen Testament. Die werden dann die Apokryphen genannt. Aber warum sind denn diese Apokryphen nicht in der Bibel enthalten? Aus dem einfachen Grunde,
weil das keine inspirierten Schriften sind. Und was ist wirklich inspirierte Schrift? Das ist das, was Gott bewahrt hat. Und das ist das, was Gott uns gegeben hat. Nun, in den ersten 1500 Jahren nach der originalen Kirche im ersten Jahrhundert ist es leider so gewesen, dass das Wort Gottes versteckt nur auf dieser Welt war. Es gab nur wenige Völker, die im Besitz des wahren Wortes Gottes waren. Hauptsächlich zum Beispiel im Süden von Frankreich, Völker wie die Waldenser und die Hugenotten. Ja, um jetzt nur mal eben die zwei zu nennen. Gab auch noch andere später, aber da will ich jetzt gar nicht drauf aus. Der Punkt ist ganz einfach, das wahre Wort Gottes war nicht offiziell für jedermann zugänglich und deswegen sprechen wir vom dunklen Zeitalter. Dieses dunkle Zeitalter wurde dann von Martin Luther hauptsächlich im 16. Jahrhundert durchbrochen, als er nämlich die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Und Deutsch war nochmal, war ungefähr die Hauptsprache, die man damals hier in Europa so ungefähr hatte, weil die Deutschen haben schon damals den größten Teil der Bevölkerung gestellt. Und von dieser deutschen Bibel gab es dann leichte Abänderungen in die niederländischsprachige und sonstige. Und von dieser deutschen Bibel hat man dann Kopien gemacht in andere Sprachen. Und so hat man mehr oder weniger ganz Europa die Möglichkeit gegeben, das Wort Gottes im 16. Jahrhundert zu lernen. Angefangen in Deutschland durch Martin Luther. Und als dann diese Konterreformation kam, durch die Jesuiten, haben die sich zur Aufgabe gesetzt, wie ich gesagt hatte, den Protestantismus und die Reformation komplett zu vernichten. Und dazu gehört auch die Vernichtung des Wortes Gottes. Und wenn die es natürlich jetzt schaffen, durch diese ganzen verschiedenen Bibeln das Wort Gottes so zu kompromittieren, dass die meisten Leute sich gar nicht mehr trauen, irgendeine Bibel festzuhalten, weil sie doch nicht wissen, ob sie da wirklich das Wort Gottes haben, dann hat der Teufel schon gewonnen. Selbst in diesen korrupten Bibeln ist für über 80% das originale Wort Gottes behalten. Und es ist immer besser, eine korrupte Bibel zu lesen, als gar keine Bibel. Aber das Problem ist, dass man mit diesen korrupten Bibeln eben nicht zur Wahrheit geleitet wird. Und das bringt uns zurück zu dem Punkt, wo ich angefangen habe. Wenn die Bibel sich nicht selbst erklärt in den Prophezeiungen, dann muss ich meine eigenen Erklärungen dazu holen. Was glaubt ihr denn, warum es so unglaublich viele, zwischen Anführungszeichen, Bibellehrer auf YouTube und sonst wo gibt, die alle ihre eigene Interpretation der Bibel da bekundgeben? Und manche klingen ja gar nicht mal unglaubwürdig. Nein, manche klingen sogar richtig glaubwürdig und manche haben sogar hier und da einen richtigen Punkt. Aber an anderen Punkten haben sie einen unrichtigen Punkt. Und dann vermischen sie das Heilige mit dem Profanen, das Heilige mit dem Unheiligen, das Wahre mit dem Unwahren, die Wahrheit mit der Lüge. Und nur wenn wir selber das rausfiltern können, verstehen wir, wo bei ihnen die Wahrheit aufhört und die Lüge beginnt. Aber die meisten Menschen sind in der Richtung nicht besonders gut geschult. Eben weil wir in diesem Indoktrinationssystem dazu erzogen werden, gar nicht mehr selbst zu denken und Zusammenhänge zu bilden. Nun, Gott hat das in seiner Weisheit natürlich vorsehen. Und deswegen sagt Gott, keine Bibelprophezeiung unterliegt persönlicher Interpretation. Wenn die Bibel sich nicht selbst erklärt, dann erkennst du daran, dass du eine korrupte Bibel hast. Wenn du eine Bibel hast, in der nicht gelehrt wird, dass Jesus Gott ist, wenn du eine Bibel hast, in der nicht erklärt wird, dass durch Jesus sein vergossenes Blut wir errettet werden, wenn du eine Bibel hast, in der all diese und andere Dinge nicht erklärt werden, dann hast du eine korrupte Bibel. Da musst du nur zu der Erkenntnis kommen, dass du dich an eine korrekte Bibel wenden solltest, wenn du das wahre Wort Gottes lernen willst. Deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu studieren und keine persönliche Interpretation dabei hinzuzufügen. Jede Prophezeiung in der Bibel wird durch die Bibel selbst erklärt. Das will ich jetzt nicht sagen, dass ich persönlich jede Prophezeiung erklären kann. Nein, ich maße mir sicher nicht an, dieses Verständnis zu haben. Aber je mehr man in der Bibel studiert, desto mehr werden sich einem diese Dinge offenbaren. Und ich habe heute Nachmittag noch eine Studie gemacht im Englischen, wo unter anderem Bruder Michael, der ja hier auch dabei ist bei dieser Lesung, bei war. Und wir haben das Buch der Apostelgeschichte, vor allen Dingen das Kapitel 8, sehr intensiv besprochen. Und sowohl Michael als mir selber, wohl beim Lesen, sind dann noch einige Schuppen von den Augen gefallen. Immer und immer wieder
erklärt die Bibel sich mehr und mehr, weil je mehr man darin liest, in dem einen Buch, desto mehr man das Buch, was man davor gelesen hat, versteht oder das Buch, das man danach liest, verstehen wird, weil die Bibel zusammenhängt, weil alle Bücher zusammenhängen. Alle 66 Bücher bilden eine Einheit, genau wie das Alte Testament und das Neue Testament eine Einheit bilden. Du kannst nicht das Alte Testament lesen, ohne das Neue Testament dabei. Und du kannst das Neue Testament nicht verstehen, ohne das Alte Testament gelesen zu haben. Es gehört zusammen. Gott hat es so bestimmt. Und Gott hat auch bestimmt, dass keine Bibelinterpretation persönlicher keine Bibelprophezeiung persönlicher Interpretation anheimfällt. Deswegen 2. Petrus 1,20. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Das musste jetzt mal gesagt werden. Fahren wir fort. Die 7 Köpfe des Tieres werden ebenfalls interpretiert. Und zwar so, dass sie das Symbol an das Römische Reich binden. Denn der Engel macht eine wichtige Bemerkung zur Zeit. Er sagt von den 7 Köpfen in Offenbarung 17, Vers 10, 5 sind gefallen. Und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Die Köpfe dieses Tieres waren damals, als die Vision offenbart wurde, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 5 waren Vergangenheit. Das 6. existierte dann, das 7. war noch nicht gekommen. Dies zeigt, dass es sich um das Römische Reich handelt. Die damals herrschende Macht zu Johannes Zeiten wurde durch das 6. Haupt eines 7-köpfigen Tieres symbolisiert. Das steht fest. Und die damals herrschende Macht war die der Cäsaren des heidnischen Roms. Das ist ebenso sicher. Deshalb wurden die römischen Cäsaren durch das 6. Haupt des symbolischen Tieres repräsentiert. Beachten Sie jetzt, um auf Nummer sicher zu gehen, den Schlusssatz der Interpretation des Engels in Kapitel 17, Vers 18, Zitat: Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Ende Zitat. Beachten Sie die Worte, die Herrschaft ausübt, die hier noch einmal in griechischen Buchstaben geschrieben stehen. Oder wie es im Lateinischen heißt, quae habet regnum. Die genauen Worte in der Vulgata sind et mulier quam vidisti, est civitas magna que habet regnum super regis terrae. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Königreich oder die Regierung über die Könige der Erde hat oder hält. Die große Stadt, die Herrschaft ausübt. Weder ausgeübt hat, noch ausüben wird, sondern die Herrschaft ausübt. Oder die tatsächlich damals regiert hat. Welche große Stadt übte damals Herrschaft über die Könige der Erde aus? Rom und keine andere. Rom ist dann die Macht, die bezeichnet wird. Wir haben jetzt den Schlüssel zur Offenbarung erhalten. Wir sind nicht länger in einer Vielzahl uninterpretierter Symbole verloren. Die Bestien von Daniel und Johannes sind Reiche. Das 10-hörnige Tier ist die römische Macht. Dieses Tier erscheint 3-mal in der Offenbarung. Es wird vom Engel erläutert. Dieses erläuterte Symbol ist der Schlüssel zur gesamten Prophezeiung. Und wir lesen hier einen Auszug aus der Schlachterbibel 2000, Offenbarung Kapitel 13, Verse 1 bis 8. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwendrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach.
und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern, und sein Zelt gegen die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes, des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Soweit die Bibel. Der Kopf ist die beherrschende Kraft im Körper. Die Köpfe dieses Tieres repräsentieren aufeinanderfolgende Regierungen. Beachten Sie die Todeswunde, die dem letzten seiner 7 Köpfe zugefügt wurde, und die wunderbare Heilung dieser Wunde oder die Wiederbelebung des getöteten Kopfes oder der Regierung. Dann beachten Sie das tyrannische und schreckliche Tun dieses wiederbelebten oder 8. Kopfes. Es wird ein großer und schrecklicher Feind des Volkes Gottes, ein römischer Feind, kein früher römischer Feind, kein heidnischer Cäsar, kein Nero oder Domitian oder Caligula, sondern einer, der einen späteren Platz, einen endgültigen Platz einnimmt. Denn keiner folgt ihm in diesem Reich, denn es wird vorhergesagt, dass seine Zerstörung bei der Ankunft Christi in seinem Reich vollzogen wird. Ein Vergleich dieses von Johannes beschriebenen römischen Feindes, des Volkes Gottes, mit dem von Daniel vorhergesagten kleinen Horn, zeigt die wichtige Tatsache ihrer Identität. Sie sind ein und dasselbe. Beachten Sie bitte die folgenden Punkte. Erstens, das von Daniel gesehene und verfolgende Horn ist ein Horn des römischen Reiches. Es ist ein römisches Horn. Und der von Johannes gesehene verfolgende Kopf ist ein Kopf des römischen Tieres. Darin sind sie gleich. Beide sind römisch und nicht jüdisch. Damit komme ich jetzt nochmal auf den Punkt zu sprechen, den ich vorhin bereits kurz erwähnte. Daniel spricht von 4 Königreichen. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Rom, das sich aufteilt in heidnisches Rom und päpstliches Rom. Aber Rom bleibt Rom. Es gibt kein 5. jüdisches Reich. Es gibt keine jüdische Weltverschwörung. Es gibt keine Juden, die irgendwo von hinten, wie man so schön in dem Buch sagt, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, da gibt es keine Juden, die die ganzen Strippen halten. Nein, Juden gehören selber zu den Strippentänzern, wenn sie ihre Seele an den Teufel verkaufen, genau wie so viele Heiden. Von daher ist es vollkommen wurscht. Wir sprechen gar nicht von Juden oder Griechen, also Heiden oder sonstigen Rassen. Es gibt doch gar keine Rassen. Es gibt nur einen Mensch, der geschaffen wurde. Und davon gibt es verschiedene Variationen. Schaut euch mal um in der Tierwelt, wie viele Sorten Hunde es gibt. Aber es sind alles Hunde. Wie viele Sorten Menschen gibt's? Es sind aber alles Menschen. Es wurde ein Mensch geschaffen und von dem kamen verschiedene Variationen später ins Leben, wie wir sie heute haben. Weiße, gelbe, braune, rote, schwarze, was auch immer. Aber es sind alles Menschen. Eine Dogge ist genauso ein Mensch, Eine Dogge ist genauso ein Hund wie ein Pinscher. Auch wenn die Dogge das vielleicht ein bisschen anders sieht. Aber trotzdem sind sie beide der Rasse Hunde angehörig. Ja? Das nur mal eben so nebenbei. Der wichtige Punkt ist, beide sind römisch und nicht jüdisch. Das heißt, es gibt nur dieses römische Reich, das bis zu der Zeit regieren wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und natürlich macht dieses römische Reich Gebrauch von allen anderen, zwischen Anführungszeichen, Rassen, von allen anderen
Nationen auf dieser Welt, von allen Völkern auf dieser Welt, um seine Macht zu sichern. Und es missbraucht Juden genauso wie es Amerikaner, Südafrikaner, Chinesen, Deutsche, Schweden, Österreicher und was weiß ich nicht alles missbraucht. Aber es gibt kein jüdisches Reich. Das ist nicht vorhergesagt. Und deswegen ist auch dieser Staat von Israel absolut unbiblisch. Jeder, der die Prophezeiung von Daniel versteht, begreift, dass der Staat Israel absolut unbiblisch ist und nur existiert, weil wir in dem Antichristensystem leben, das diesen jüdischen Staat braucht, um seinen Tempel zu bauen, um wieder die Opferungen aufzunehmen, die Jesus Christus vor 2000 Jahren durch die perfekte Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel bereits erfüllt hat. Diese Opferung, die Jesus damals geschlossen hat, wie er am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel riss von oben nach unten entzwei, um das Heiligste aller Heiligtümer zu entblößen, um deutlich zu machen, dass Gott nicht mehr in Tempeln aus Stein gehauen verbleibt und dass die Opferungen vorbei sind, weil das eine Opfer da für alle Opfer stand und es keine weiteren Opfer geben kann. Lest mal Hebräer Kapitel 10, das handelt nur davon, sehr interessant. Aber eben weil der Antichrist genau das Gegenüberliegende, also das Gegenteil von der Bibel lehrt, deswegen haben wir diesen Staat Israel da heute. Da bin ich auch in anderen Videos mehr als genug drauf eingegangen. Es gibt kein jüdisches Weltreich hier auf dieser Welt. Hat es nie gegeben, wird es niemals geben. Außer wir gehen davon aus, dass wenn Jesus Christus wiederkommt und er bringt das wahre Jerusalem herunter und wir sind alle Juden, die wir glauben an Jesus Christus, das ist dann ein jüdisches Königreich. Aber das ist halt nicht mehr auf dieser Welt, weil Christus Königreich ist nicht von dieser Welt, hat er ja selbst gesagt. Wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, würden meine Menschen für mich kämpfen. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Deswegen wollte ich den Punkt nochmal eben machen. Beide sind römisch. Wir sprechen hier über Daniel, über das vierte Tier. Sie sind römisch und eben nicht jüdisch. Aber das verstehen nur die Leute, die die Bibel regelmäßig lesen und studieren. Und die wahre Geschichte kennen. Wir haben hier also verschiedene Punkte, um die Identität des kleinen Horns und der Köpfe vorherzusagen. Das war Punkt 1. Punkt 2. Das verfolgende Horn wächst im späteren oder geteilten Abschnitt des Römischen Reiches heran. Es erhebt sich unter den 10 gotischen Hörnern. Der von Johannes gesehene verfolgende Kopf wächst ebenfalls im gleichen späteren Abschnitt des Römischen Reiches heran, denn er folgt den 7 Köpfen und ist der Letzte. Der Sechste, so wurde von dem Engel gesagt, existierte zur Zeit des Johannes, und der Siebte sollte nur eine kurze Zeit zu Tode verwundet andauern, um dann in einer neuen und endgültigen und eigentümlichen, tyrannischen und verfolgenden Form wiederbelebt zu werden. Das kleine Horn in Daniel gehört zur späteren, zehnhörnigen oder gotischen Epoche des Römischen Reiches. Und der wiederbelebte Kopf des Reiches, der von Johannes gesehen wird, gehört zur gleichen Epoche. Wie Sie bemerken, Ihre Epoche ist die gleiche. Das ist ein weiteres Merkmal Ihrer Identität. Punkt 3. Beide haben ein Maul. Hier ist nun ein sehr ausgeprägtes und bemerkenswertes Merkmal. Die anderen Hörner und Köpfe waren stumm. Aber dieses spricht. Das verfolgende römische Horn hat, wie wir in Daniel lesen, ein Maul. Und dem verfolgenden römischen Kopf, so lesen wir in Johannes, wurde ein Maul gegeben. 4. In jedem Fall spricht dieses Maul die gleichen Dinge.
Vom Maul des römischen Horns sagt Daniel in Kapitel 7, dass große Dinge redete in Vers 8. In Vers 11 Lärm der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Und in Vers 20 große Dinge redete. Und es würde freche Reden gegen den Höchsten führen, sagt er zum Abschluss in Vers 25. Zum römischen Kopf in der Offenbarung sagt Johannes seinerseits, es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, in Offenbarung Kapitel 13, Vers 6. Das Horn spricht, der Kopf spricht, beide sprechen große Dinge, beide sprechen Gotteslästerung, Blasphemie. Diese auffällige Übereinstimmung ist ein weiterer Hinweis auf ihre Identität. Beide besitzen, wie wir in Daniel 7, Vers 8 und Offenbarung 13, Vers 5 lesen können, hier in der Septuaginta-Übersetzung, und deswegen habe ich das mal kurz rausgeholt. Was ist die Septuaginta-Übersetzung? Weil das Griechische kann ich natürlich nicht lesen. Der Autor sagt hier, der Ausdruck ist in der Septuaginta-Übersetzung von Daniel und der Offenbarung genau derselbe. Dazu lesen wir jetzt hier, die Septuaginta ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in die altgriechische Sprache. In der König-James-Version oder König-Jakobus-Version 1611, die Bibel, die ich ja vorhin als englische Bibel propagiert habe, sind diese beiden Bibelstellen ebenfalls identisch. A mouth speaking great things, oder zu Deutsch ein Maul, das große Dinge redet. In der Schlachter 2000 unterscheiden sich diese bezüglich des Satzbaus geringfügig, und das ist eben auch das Problem mit der Schlachter. Manchmal ist die Unterscheidung geringfügig, manchmal ist sie größer, aber Diskrepanz zwischen der Schlachter und der King James ist teilweise sehr, sehr groß. Ich habe hier auch noch kurz einen kleinen Text mit zugesetzt, in dem ich sage, die Septuaginta steht für 70. Ja? Die Übersetzung der 70, also der LXX oder des LXX-Textes, so trifft man das auch im Internet öfter mal an, da müsst ihr mal schauen, auch griechisches Altes Testament genannt, ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in die altgriechische Alltagssprache, der Koine. Weil damals, als Rom herrschte, zur Zeit Jesu Christi, war Griechisch die Weltsprache, nicht Latein. Das kam erst im 3. Jahrhundert oder im 4. ab 300 und. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 vor Christus im hellenistischen Judentum, vorwiegend in Alexandria. Die meisten Bücher waren bis etwa 100 vor Christus übersetzt, also die Bücher aus dem Alten Testament, von denen wir sprechen. Die restlichen Bücher folgten bis 100 nach Christus. Und jetzt einmal scharf nachdenken. Bedenke die Implikationen, wenn man weiß, dass Rom die Bibel und ihre Prophezeiung vor Jesu Geburt kannte. Herodes gebot zum Beispiel, alle bis zu 2 Jahre alten Knaben in Judäa zu töten. Ah ja, weil wenn sie die Übersetzung der Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische hatten, dann wussten sie ja die Ankunft Jesu Christi, weil sie ja gelehrt waren und das Buch Daniel Kapitel 9 verstanden haben und sie ganz gut den Kalender des Gottes der Bibel wussten. Oder wie sonst konnte Herodes damals seinen Befehl ausgeben, alle bis zu 2-jährigen Knaben zu töten. Und so viele andere römische Aktionen mehr im Zusammenhang mit der neuen Weltordnung. Schaut euch mal an, wenn ihr das alte Rom studiert über die Zeit von Julius Caesar. Schaut euch mal an die Werke von Vergil in seinem Aeneid. Diese Werke hätten so niemals geschrieben werden können und wären niemals so interessant gewesen für die Menschen damals, vor allen Dingen für die regierenden Römer, wenn sie von der Bibel überhaupt nichts gewusst hätten. Wir dürfen nicht annehmen, dass die Bibel erst im 2. Jahrhundert nach Abschluss der originalen Texte das erste Mal anderen Menschen außerhalb des judäischen Sprachraumes zur Verfügung standen. Durch die Septuaginta war das bereits 250 Jahre vor Christi Geburt der Fall. Das muss man berücksichtigen. Das
meine lieben Brüder und Schwestern, ist die Arbeit des Teufels. Punkt 5. Das Horn hat eine große Herrschaft. Es reißt drei Hörner aus. Es sieht so viel größer aus als seine Gefährten, lesen wir in Vers 20. Es führt Krieg und siegt. Seine große Herrschaft wird ihm schließlich weggenommen und zerstört. Das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen. In Vers 26. Ebenso hat der Kopf eine große Herrschaft. Es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Offenbarung Kapitel 13, Vers 7. Die Umsetzung dieser Worte sollte nicht über die jeweilige Sphäre hinausgehen. In diesen Bereichen sollte für eine gewisse Zeit die Kraft des Horns oder die des Kopfes überragend und universell sein. Katholisch. In Anbetracht ihrer Herrschaft sind sie sich also gleich. Punkt 6. Beide führen Krieg mit den Heiligen. Beide sind schrecklich als Verfolger des Volkes Gottes. Daniel sagt, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. 1260 Tage, 42 Monate, 3,5 Jahre. Johannes sagt, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, in Offenbarung 13, Vers 7. In Offenbarung 11, Vers 7 steht, es wird mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Johannes beschreibt die Methode dieses Krieges, in welcher Weise und aus welchem Grund die Heiligen oder Märtyrer Jesu getötet werden sollen, in Offenbarung 13, Vers 15. Und von diesen Märtyrern sagt die Stimme vom Himmel, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Offenbarung 14, Vers 13. In ihrer Verfolgung der Heiligen gleichen sich Daniels Horn und Johannes wiederbelebter Kopf. Punkt 7. Die Dauer von beiden ist die gleiche. Auch dies ist ein bemerkenswertes Merkmal. Die Dauer des verfolgenden Horns wird in Daniel mystisch dargestellt, als eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder 3,5 Zeiten, Daniel 7,25. Und die Dauer des verfolgenden Kampfes wird in der Offenbarung mit 42 Monaten angegeben. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken, Offenbarung 13, Vers 5. Und das ist exakt die gleiche Zeitspanne. Dies wird sich aus einem Vergleich der 7 Abschnitte ergeben, in denen die Zeitspanne in Daniel und der Offenbarung vorkommt. Ich hatte es ja gerade eben weiter oben schon erwähnt. In diesen wird sie 1260 Tage oder Jahrtage, weil in der Prophezeiung gelten Tage als Jahre, 42 Monate und 3,5 Zeiten genannt. Jetzt sind 1260 Tage 42 Monate und 42 Monate sind 3,5 Jahre. Was diese symbolischen Zeitspannen darstellen, ist eine andere Frage. Unser Punkt hier ist ihre Identität. Das verfolgende Horn und der verfolgende Kopf sind in ihrer Dauer identisch. Dies ist ein weiterer Beweis für die Gleichartigkeit der Realität, die sie darstellen. Punkt 8. Sie enden auf die gleiche Weise oder auch zur gleichen Zeit. Dies vervollständigt den Nachweis ihrer Identität. Das verfolgende Horn wird vom Alter der Tage, die im jüngsten Gericht offenbart werden, und von der Herrlichkeit seines Reiches getötet. Dafür lesen wir Daniel Kapitel 7, Verse 9 bis 11 und Vers 22. Der König der Könige und Herr der Herren, Jesus Christus, der in jenem Gericht offenbart wird, wird schließlich, indem er die Weinkelter des Grimms und des Zorns des allmächtigen Gottes betritt, den verfolgenden Kopf schlachten. Das Urteil ist das gleiche. Offenbarung 19, Vers 11 sagt, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe,
ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und in Offenbarung 19, Vers 20 heißt es, und das Tier wurde ergriffen, und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden mit der Schwefel, wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das kleine Horn und der wiederbelebte Kopf sind dann gleich in Ort und Stelle. Sie sind gleich in der Zeit, im Charakter. Sie sind gleich in der Autorität, gleich in der Verfolgung, gleich in der Dauer und gleich im Verhängnis. Sie entstehen an der gleichen Stelle. Sie haben die gleiche Dauer, sie tun die gleichen Taten, sie kommen zu ihrem Ende im selben Augenblick und durch die gleiche Offenbarung Christi in der Herrlichkeit seines Reiches. Sie können nicht zwei Mächte darstellen, die in all diesen Aspekten absolut gleich sind, aber ein und dieselbe. Sogar die Kirche von Rom gibt ihre Identität zu. Sie lehrt, dass beides Symbole der gleichen großen Verfolgungsmacht sind. Und hiermit kommen wir zum Ende der heutigen Lesung von Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht, dem deutschen Christen, vorgetragen, dank der Übersetzung von Maximilian. Eine Menge gelesen, nicht so viel kommentiert, oder vielleicht doch. Aber es geht darum, dass wir uns wirklich ein Bild davon machen können. Und auf den Punkt möchte ich zum Schluss nochmal hinaus. Wie wichtig es ist, dass wir eine Bibel mit dem korrekten Grundtext besitzen. Denn nur dann kann sich das Wort Gottes erfüllen, das sagt, dass keine Interpretation der Prophezeiung von persönlicher Natur sein darf. Wenn ich aber nicht persönlich interpretieren darf, muss ich eine Bibel haben, die sich selbst interpretiert, und eine Bibel, in der nicht das korrekte Wort Gottes wiedergegeben wird, von der kann ich nicht erwarten, dass sie sich selbst interpretiert. Von daher ist es wichtig, dass wir uns täglich in die Bibel vertiefen, dass wir die Bibel lesen und verstehen und dass wir nach Möglichkeit eine korrekte Bibel als Basis haben. Dafür lest eure Bibel. Maranatha.